Deine Fresse! Einen wunderschönen guten Tag, sehr verehrte Freunde der positiven Grundstimmung. Ich glaube, ihr habt euch verlaufen. Aber die Gourmets unter euch, die dürfen gerne sitzen bleiben. Und heute wird wieder so ein besonderer Leckerbissen serviert, sage ich euch. Die Römer drauf ist einfach. Wisst ihr, es gibt nämlich bestimmte Dinge, die findet ihr nur auf diesem Kanal. Ja. Andere Leute, ja, die können sich vielleicht rote Haare machen. Bin ich jetzt Seth? Und auch so tun, als wären sie cool. Five Nights at Freddy's, mein Lieblingsgame. Krieg findet immer nur derjenige witzig, der ihn nicht durchleiden musste. Das große Gemetzel von FNAF 1. Oh nein. Ah! Five Nights at Freddy's 4 Leichenschändung. Ah! Warum hast du so da geschwitzt, Alter? Es ist nicht witzig. Es ist ernst. Mach du doch selber erstmal hier Sachen. Nee. Muss ich seine roten Haare nämlich auch verdienen. Aber ich meine, Leute, kein Ding. Wir haben auch schon genug Probleme. Probleme von wahren Horror-Game-Kanälen. No front. Empfehlenswert. Dazu zählt aktuell vor allem dieses Spiel, was wir alle kennen und lieben. Also kennen. Ja, Leute, ich werde es wagen. Wir ziehen durch. Ich möchte euch gerne noch das richtige Ending präsentieren. Ich werde in dieser Folge vermutlich nicht fertig werden und es werden auch nicht mehr viele kommen. Vielleicht noch ein, zwei, höchstens drei. 25. Ich brauche mir das persönlich nicht antun, ich mache es aber für euch. Denn ihr habt es geschafft, Scrutinize zu einem meiner erfolgreichsten Projekte auf dem Kanal zu machen. Da es scheinbar so vielen gefällt, könnt ihr mir sehr gerne dabei helfen, vielleicht noch ein paar mehr Leute zu erreichen. Like gerne dieses Video, das dauert nicht mal eine Sekunde und unterstützt mich, dass YouTube das Video verteilt und ja, wir vielleicht einfach noch ein bisschen mehr werden. Vielen lieben Dank für euren Support und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Also ich habe jetzt hier schon mal bis Nacht 2 vorgespielt, weil die erste Nacht, da passiert ja jetzt auch nicht viel. Und ich denke mal, wenn es so ist, dass wir sterben, werde ich immer dort einsetzen, wo wir ja zum letzten Mal gestorben sind sozusagen, weil ich sowieso kein Leben habe und sonst nichts Besseres mit meiner Zeit anzufangen weiß. Smile-Emoji. Nur damit ich es nochmal gesagt habe, wir haben hier Permadeath. Das bedeutet, wenn wir einmal sterben, müssen wir wieder ganz von vorne anfangen und wir müssen 10 Nächte durchhalten, das heißt 10 Runden schaffen, ohne auch nur ein einziges Mal zu sterben, im besten Falle. Weil sonst, dann weinen wir ganz besonders und mit wir meine ich mich. Das einen Leid ist, das anderen Freud. Das gilt wahrscheinlich vor allem für meinen Kanal, habe ich so festgestellt. Smile-Emoji. Ich werde wieder einiges wegschneiden, weil ohne konstantes Schweigen und Überfliegen meinerseits ist das Game einfach nicht möglich. Das letzte Update hat das Spiel signifikant einfacher gemacht und ich weiß jetzt auch worin. Nämlich in den Audio-Cues vor allem. Ja, die sind jetzt wesentlich lauter, wenn irgendwas passiert, wenn irgendjemand kommt. Und in der Anzahl der Reports, die wir pro Tag abgeben müssen. So, Rosanna Abedi, die ist auf jeden Fall schuldig. Die stalkt doch irgendwie ihren Ex-Freund, ne? Ja, genau. So, Nummer 1 haben wir schon mal erfolgreich erledigt. Hayden Lewis, die ist auf jeden Fall auch schuldig. So, Susan Martin kenne ich, glaube ich, nicht. Gucken wir mal kurz auf die Cams. Und dann machen wir unsere Runde, alles wie gehabt. Wir wissen allerdings auch, dass sie zwar den Arzt hier genervt haben, allerdings der Kidnapper ein bisschen mehr aktiv ist. Oh. Moment. Haben wir da schon Besuch? Ich höre keine Schrittgeräusche, das Ding ist noch zu. Alles klar. Das war wahrscheinlich knapp. Zum Glück sind wir jetzt gegangen. Auf dem Weg zurück gucke ich am besten auch nochmal hier immer in die Türen rein. Nicht, dass da genau in der Sekunde irgendwie ein Licht ausgegangen ist oder so. Und ich mich dann hier genüsslich wieder dran setze. So, nochmal kurz die Camps checken. Better safe than sorry. Alright. Und Martin ist, glaube ich, unschuldig. Ja, korrekt. Carol Nims hatte ich noch, glaube ich, gar nicht. Ich habe das so oft gespielt, ne? Und ich kriege immer noch Reports, die ich noch nie gesehen habe. Das ist bemerkenswert. Oh, schon wieder. Ich habe ein bisschen Bammel vor dem Kidnapper. Der wirkt mir so... Ich weiß nicht. Da ich weiß, dass sie den verändert haben, habe ich nicht mehr irgendwie so dieses Sicherheitsgefühl, dass ich den abschätzen kann. Weißt du, was ich meine? Okay, einer noch. Terry Steinfeld. Ich glaube, der war unschuldig. Ich gehe aber nochmal durchs Haus, bevor ich das jetzt abschicke. Der hat das Sicherheitsnetz, also der Entwickler, wieder zurückgesetzt. Das heißt, wenn man zu Bett geht, irgendwo ist ein Licht aus, dann kann man immer noch sterben. Das will ich nicht. Ich weiß nicht, ob das Bad auch zählt. Ich schätze mal irgendwie nicht, aber man weiß es halt nicht. Okay, der wird geschreddert.
keinen Besuch bekommen die Nacht. Das war korrekt. Bitte, bitte, bitte. Yes! Okay, Nacht 3. Wir haben noch gar nichts geschafft. Ich freue mich schon wie ein Schneekönig. Boah, ich schwitze, Alter. Und es ist erst Nacht 3. Ich habe noch 7 vor mir. Das ist auch ein bisschen lang, ne? Also finde ich irgendwie... Warte mal, da war das an. Ich hasse es, dass er immer diese Taschenlampe ausmacht, wenn er irgendwie in den Raum geht. Das zackt halt unnormal. Ja, es sei denn, es ist dunkel da drin. Ich weiß nicht, warte mal, der macht das immer irgendwann... Warte mal, oder war es beim Rausgehen? Ja, beim Rausgehen macht das aus. Seid dumm. Jo, Nacht 3 sollte hoffentlich vielleicht auch noch nicht allzu viel passieren. Aber das rede ich mir womöglich nur ein. Moment, Eulen. Wait. Okay, Achtung. Es ist nicht der Arzt. Die Eulen sind aber ein Hinweis. Ich glaube, ich habe auch ein Auto gehört. Oh nein. Lass es jetzt nicht schon so losgehen. Nach der Ansage gerade. Das wäre echt peinlich. Okay, es ist nirgendwo ein Licht aus. Alles safe? Oder jemand unter meiner Dusche? Nee. Ich höre immer noch ein Auto. Boah, ist ne... Ey, ne, jetzt nicht sterben, ne? Ich habe noch nicht angefangen, Mann. Ich gehe jetzt noch eine Runde. Wie einfach 2 Nächte gar keine Sounds da sein können und dann wird das ja einfach auf Repeat geschaltet, die Playlist. Amazing. Beverly Olivares oder Olivares, das war diese Anwältin, die zufälligerweise genauso heißt oder wo jemand den vermeintlichen Namen geschrien hat, obwohl sie es gar nicht ist, wollte ihr eins auswischen. Ich glaube, die war, das gilt dann als unschuldig, oder? Ich glaube, ja. Boah, ich habe so Angst vor den Kidnappermann. Der kommt mit Hubschrauber, ne? Da war gerade der Eulen-Sound. Verdammt nochmal. Kann das auch jemand anders sein, außer der Arzt? Bis jetzt war es immer der Arzt. Ich habe keine andere Erfahrung sonst. Ich war halt auf der Kette. Vielleicht gut gemacht. Keine Ahnung, ob hier jemand war. Aber es ist gut, gerade in dem Moment die Runde gestartet zu haben. Oh, bitte lass ihn jetzt hier nicht irgendwo sein. Das waren meine Fußschritte, ne? Da, da ist er. Das war jetzt aber super leise. Yo, I'm sorry. Das ist ein ganz leises Knackern. Oh Mann. Okay, ich habe nur noch 2 vor mir. Das war richtig sehr geil. Schon wieder der Drogenschreihals-Typ vom Parkplatz, Alter. Manche hat man echt irgendwie in jeder Runde, habe ich das Gefühl. Alan Novak, Alter. VIP. Das war genau in dem Moment. Ich wollte mir halt den Crack sparen. Der Arzt kann es halt nicht sein, ne? Der, wenn jemand mit dem Auto gekommen ist. Oh. Interesting. Sieht mir in der Tat nicht nach dem Arzt aus. Oh, oh boy. Ich habe ganz vergessen, dass der das auch kann. Okay, aber es wurde schon confirmed. Jumpscares sind einfach bloß Jumpscares. Der ist dann wieder weg. Dieses Ratteln war nicht. Fuck. Scheiße. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Oh nein. Bitte, yo, lass mich jetzt nicht sterben, ne? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe nur noch einen. Einen habe ich noch zu erledigen. Oh, bitte nicht. Das Ratteln war auch im Detective Mode. Hat nichts bedeutet. Aber ich meine, der Uhu war auch da. Da war er, der Uhu.
Bitte lass es nicht irgendwo dunkel gewesen sein. Yes! Oh, ich liebe das kleine Speichersymbol. Baby Girl, let's go! Night 4! Jim Knopwood, das ist der Obdachlosenmörder. Yo, ich trau mich gar nicht irgendwie zu sprechen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich dann Angst habe, dass ich irgendwelche Geräusche überhöre. Ihr wisst Bescheid. Sorry auf jeden Fall, wenn dann die Videos ein bisschen kürzer werden. Aber ich muss mich einfach so arg auf die Audio-Cues konzentrieren. Na, fuck it. Ich hab zu viel. Prinzipiell alle. Ich glaube, Textkonvo war's. Search History. Ways to get homeless people out of my area. Was ist noch irgendwie böse? Das hier vielleicht. Ja. Das ist, wie man das Spiel machen muss, glaube ich. Ich höre es gerade rasseln. Oh Gott. Jemand da? Das war so ein typisches Fensterklappern. Nee, alles in. Ah! Nein! Der ist da drin! Yo! What? Okay, das ist das erste Mal, dass ich das erlebe. Okay, ihr habt mir das in den Kommentaren gesagt. Ich wusste, dass das passieren kann. Aber ich hab's, glaube ich, noch nicht gesehen. Yo! Ihr habt gesagt, wenn ich da 2 Minuten warte circa, dann ist er irgendwie weg. Halt, ne? Aber ich darf natürlich das nicht öffnen. Weißt du, ich schicke die ganze Zeit Reports an meine Kollegen. Aber ich sag denen nicht, dass so ein gemeingefährlicher Serienmörder in meinem Schrank sitzt und mich begutachtet. Ja, whatever. That's life, würde ich sagen. Wir machen am besten einfach weiter, als würde nichts sein. Niemand ist in unserem Haus und schon gar nicht in unserem Schrank und durchsucht unsere Schlüpferchen. Und in 2 Minuten ist der Spuk vorbei, Alter. Ich meine, wenn es zufälligerweise Knecht Ruprecht ist, dann kann er gerne bleiben. Glaube, der war schuldig. Hatte, war irgendwie was mit Auftragsmord oder irgendwie sowas, kann ich mich erinnern. Boah, ich hab so Angst, Alter. Das ist mir so unangenehm da mit dem Typen im Hintergrund. Ich meine, soll's ja auch. Ja, der. How to fake drinking a lot of alcohol. Multiple surveillance networks. Okay, was gibt's hier noch? Oh, Snufffilms, EX. Best Assassins in the Country, Alter. Gibt's so ein Rating von Rotten Tomatoes oder sowas? Ist der Doc jetzt weg? Es macht dann wieder Geräusche, ne? Oh Gott. Oh Gott, das darf aber nicht passieren. Uff. Okay. Alles noch zu? Ja. Hält. Ich will das trotzdem nicht aufmachen. Also nicht in dieser Nacht. Das traue ich mich irgendwie nicht. Auch wenn es halt dann safe sein soll und ich... Ich meine, ja gut, das als Versteckplatz, das hat eh nicht funktioniert. Von daher, ist jetzt mehrfach ausprobiert und ich weiß immer noch nicht, wie ich das machen will, aber bis jetzt habe ich den Doktor dann immer gekriegt. Jo, da vorne ist wieder das Licht aus, ne? Willst du mich auf den Arm nehmen? Okay, das ist zu. Jo, was passiert hier? Stop it! Finger da weg! Der hat beim Verlassen des Gebäudes mal das Licht ausgeschaltet. Fuck you! Okay, einer noch. Not again! Er war weg. Er ist wieder im Schrank. Er ist mit Flugzeug gekommen. Nein. Macht er das nur, Alter? Der stiebitzt sich da hinein durchs Schlüsselloch. Der wollte mal kurz mal guten Tag sagen. Vielleicht ist er auch immer noch da, man weiß es nicht. Bitte, bitte, bitte. Yes! Nach 5, Alter! Oh mein Gott! Okay. Den einfachen Part haben wir geschafft. Den schweren und durchaus frustrierenden gibt's beim nächsten Mal, Leute. Ich bedanke mich für euren Support. Habt ihr Bock drauf? Dann lasst einen Daumen nach oben da.
bin immer offen für Tipps. Obwohl, ich glaube, an der Stelle hilft uns einfach nur Konzentration. Ich glaube, wir kennen das Spiel. Ich glaube auch tatsächlich, ist es signifikant einfacher geworden. Ich bin nicht einmal gestorben. Ja, ich hatte ein paar Begegnungen der dritten Art, aber... Aber es gibt Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Dankeschön fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Video rein.